Ich war 18 Jahre alt in etwa und ich bekam plötzlich in der Zeit der Nationalsozialisten eine Aufforderung, eine schriftliche Aufforderung, ich möge mich am Sonntag einzufinden haben auf dem Schulhof in der Nähe der Seilerstraße. So habe ich mir gedacht, was mache ich? Mein Vater gesagt, da musst du hingehen, das ist also... Ich sage, na gut, ich gehe da mal hin, gucke mir das mal an, was die da wollen, vormilitärische Ausbildung. Was soll denn der Blödsinn nun schon wieder? Naja, ich fragte meinen Freund, ob der auch so eine Einladung hätte. Der hatte auch eine und da habe ich gesagt, gut, dann gehen wir am Sonntagvormittag beide auf den Schulhof und gucken uns den Spaß mal an. Wir marschierten also dahin an dem Sonntag. War so mittleres Wetter, so wie jetzt Januar hier, so ein Wetter. Regen ein bisschen, aber es ging. Und da waren nun hunderte von Schülern. Und da waren so etliche, so 3, 4, 5 Leute in HJ-Uniform, die kannte man ja schon, die Burschen, die brüllten da herum, Aufstellung, in Dreierreihen aufstellen. Also wir mussten uns militärisch da auf dem Schulhof einfinden und aufstellen. Und dann ging einer nach vorne da von diesen HJ-Fritzen und hielt eine Rede über den Führer und über unser Volk und was wir alles wollen. Volk ohne Raum und so weiter. Da klangen schon die ersten Signale in der Richtung von wegen, also wir brauchen mehr Freiheit. Nun gut, und dann plötzlich sagte einer von diesen Führern dort, das erste Glied, einen Schritt vortreten. Ich stand im zweiten Glied, das erste Glied trat einen Schritt vor und dann sah ich, wie einer dieser HJ-Fritzen da hinter den Schülern herumging und da, wo ein paar längere Haare waren, schnitt er einfach so zack hin ein paar Haare raus. Ich habe gedacht, was? Das machen die mit mir, machen die das nicht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Dass sie beim, ich war ja nun Swingboy, ich hatte ein bisschen längere Haare und meine Haare pflegte ich schon sehr, hatte schöne dunkle Haare, im Gegensatz zu heute natürlich, ist ja klar. War eine ganz andere Art der Aufstellung so. Und da habe ich gedacht, das mache ich nicht. Nun stand ich ja Gott sei Dank im zweiten Glied, hatte also ein bisschen Zeit, mir zu überlegen, was mache ich. Und dann hatte ich eine Idee. Und ohne meinem Freund darauf hinzuweisen, bin ich nach vorne gegangen, auf den Scharführer zu, habe gesagt, Herr Scharführer, ich brauche dringend eine Toilette, ich habe Durchfall. Die haben Durchfall, gehen sofort ins Haus und erledigen das und kommen sofort wieder. Ja, jawohl, Herr Scharführer oder was weiß ich, irgend sowas habe ich gestellt. Bin in die Schule rein und natürlich habe ich gedacht, mein lieber Freund, mit mir nicht. Ich hau ab, für mich ist die Sache erledigt. Ich bin also einfach weg, bin gar nicht wieder auf den Schulhof zurückgekehrt, bin um den Schulhof herumgegangen und da konnte man so, das erinnere ich noch, in der Schule da über die Mauer, wo so eine kleine Mauer drüber weggucken, da sah ich gerade, wie mein Freund dran war, auch mit seinen längeren Haaren und zack, dem schnitten sie hinten die Haare ab. Das war also meine erste Begegnung mit den nationalsozialistischen Drangsalierungen, die dort langsam begannen. Und als ich nach Hause kam und das meinem Vater erzählte, und mein Vater ganz begeistert gesagt, mein Junge, das hast du gut gemacht. Du hast Mut bewiesen, du hast dir nicht alles gefallen lassen. Genau richtig, so müssen wir diesen Nationalsozialisten schon gegenübertreten.